So, hallo. Ich hoffe, dass wir gut zu hören sind. Wir probieren jetzt, also hier, mich kennt ihr schon, das ist meine Tochter Mathilde. Ja. Und wir spielen jetzt ein Spiel, das nennt sich Storyteller. Storyteller ist ein kleines Indie-Spiel und worum, du hast gerade schon gefragt, worum es geht, ne? Also es geht darum, dass man anhand von Bildern eine Geschichte erzählt. Und das machen wir jetzt mal zusammen. Ja, denn das Thema der Folge hier ist Sprechen beim Spielen. Also das heißt, dass man während des Spielens über das Spiel spricht. Kann man nicht über das Spiel sprechen, wenn ich das nicht kenne. Deswegen fangen wir jetzt mal damit an, oder? Ja. Storyteller, los geht's. Vielleicht, also es ist ein kleines Indie-Spiel, dass man in, denke ich, 3 Stunden oder sowas, 3 bis 4 Stunden hat man das gut durchgespielt. Und wir schauen mal, worum es geht. Kannst du es lesen? Am Ende des Einleitung. Am Ende dieses Buches wartet eine Krone. Sie wird nur den besten Geschichtenerzähler des Reiches verliehen. Jede Seite ist leer, bis auf einen Titel. Es ist deine Aufgabe, diese Seiten mit den Fesselndsten Geschichten zu füllen. Vervollständige dieses Buch und erweise dich des Titels der Geschichten. Des Geschichtenerzählers würdig. So, dann fangen wir mal an. So. Erstes Kapitel: Leben und Tod. Liebe. Liebe. Liebe, das geht ja gut los. Okay. Also, nee, dann müssen wir das so machen, glaube ich. So, Liebe. Adam lebt allein, findet Liebe und stirbt glücklich. So, und jetzt müssen wir das, jetzt musst du mir sagen, was da in welches Bild muss, damit die Geschichte funktioniert. Adam? Ja. Adam daheim? Okay, ist ja nicht besonders glücklich, oder? Was machen wir denn? Dann kommt das nächste Bild. Was muss da passieren? Da geht er durch das Tor, der Adam. Meinst du? Glaube schon. Und dann trifft er Eva. Der trifft Eva. Die haben gar nichts an, siehst du das? So, und dann stirbt Adam, stirbt glücklich. Ja. Das heißt, Adam stirbt. Und fertig. Eva. Und Eva ist... Okay. Ah, das war die erste Geschichte. Okay. Das ging ja schnell, oder? Mhm. Ah. Eva stirbt gebrochenen Herzens. Lieben, Tod, Adam, Eva. Adam ist tot. Adam ist tot. Also... Zuerst mal, was sag mal die Reihenfolge? Lieben, Tod. Also erstmal Adam. Und Eva lieben sich erstmal. Dann Tod. Aber wer? Adam. Adam stirbt. Adam stirbt. Und Eva leidet am gebrochenen Herzen. Mhm. Und dann? Und dann, stirbt Eva. Stirbt Eva mit dem gebrochenen Herzen. Super. Okay, das war die zweite Geschichte. Okay, gut. Nächste? Begegnung mit dem Geist einer Liebe. Also Liebe. Warte mal, ich stelle mal das mit so hin. So. Als erstes Lieben. Lieben. Und dann Eva und Adam. Eva und Adam. Lieben? Nee, du hast gesagt andersrum. Eva und Adam. Ja. Warte mal, ich muss, glaube ich, mal das Mikro ein bisschen verstärken. Damit
man das gut hört. Warte mal, Verstärkung, Verstärkung, da. Okay, so, 1, 2, 3, 4, jetzt ist gut. So, okay. Und dann tot. Wer soll denn sterben? Adam. Adam soll sterben wieder. Und Eva guckt zu, ne? Und dann? Stirbt Eva. Nee. Die soll ja dem Geist einer Liebe begegnen. Ach so, dann Liebe? Ja. Und Eva. Eva? Oh, die denkt an Adam, guck. Ach, schade. Und dann. Der war ja tot. Und erscheint ihr als Geist. Noch eine Geschichte? Ja. Herzschmerz mit glücklichem Ausgang. Was steht denn da unten alles? Lieben, Tod, Wiederbeleben, Eva, Adam. Okay, womit fangen wir an? Lieben. Tod. Halt. Wer liebt wen? Eva liebt Adam. Und dann? Tod. Wer soll denn sterben? Adam. So. Dann kommt ihr ein Geist. Nee, guck mal unten, was wieder belebt. Dann belebt sie Adam wieder. Und? Dann lieben sie sich. Lieben. Lieben sie sich wieder. Jetzt ist er wieder da. So, das war die nächste Geschichte. Das war das erste Kapitel. Okay. Das ging ja schnell, oder? Das ist so zum Lamm. Ja. So, jetzt kommt das nächste Kapitel. Herzbruch. Uiuiui, Herzensbruch. So, probieren wir es mal aus. Ein gebrochenes Herz ist geheilt. Ein gebrochenes Herz ist geheilt. Wie kann ein gebrochenes Herz heilen? Naja, wenn zum Beispiel jetzt sich, wenn sich zwei lieben. Ja. Und einer zum Beispiel sich von dem anderen trennt. Also das ist der eine und das ist der andere. Ja. Und der eine trennt sich. Ja. Dann die Kamera folgt dir ist gerade. Der andere gebrochen. Okay. Und dann kommen sie wieder zusammen. Und dann ist das gebrochene Herz wieder geteilt. Geteilt. Wieder geheilt. Ja, geteilt. So. Okay. Aber das war jetzt nur ein Beispiel. Das war nur ein Beispiel. Ja. So, auf Gestikulieren beim Erzählen sind wir nicht so gut vorbereitet, wie ihr gerade merkt. So, also, dann probieren wir mal. Also, was passiert denn? Was haben wir da unten? Hochzeit und Tod. Hochzeit. Das okay. Ist eine Hochzeit. So, wer soll heiraten? Leonora und Edgar. So. Dann Tod. Tod? Edgar stirbt. Nein, Leno. Nein, Edgar. Edgar stirbt. Und Leonora hat ein gebrochenes Herz. Ja. Und das müssen wir jetzt heilen. Wie heilen wir das? Indem sie Bernhard kennenlernt. Und dann Bernhard heiratet. Meinst du, das klappt? Vielleicht. Oh. Gut. Ohne Tote. Ohne Tote. Ach, schade. Es darf niemand sterben. Ja, Edgar betrügt sie. Was? Edgar betrügt sie. Wie betrügt er die? Mit Isobel. Meinst du, der versucht sie zu heiraten? Ja, Isobel. Das geht nicht. Oh, ups. Ohne Tote. Isobel? Ja. Mark. Edgar? Ja. Und? Warte mal, das probieren wir doch mal. Edgar? Isabel, die ist aber nur zornig.
Die ist nur zornig. Die hat kein gebrochenes Herz, aber wir können sie mal probieren. Mit Lenora und... Das können wir probieren. Dem, siehst du, der ist nicht zornig. Gebrochenes Herz. Wie können wir das heilen? Mit Hochzeit. Und zwar? Jubel. Und... Check. Ja, also ja. Er hat sich auch in Lenora verliebt. Und die liebt aber den Edgar. Und dann heiratet er stattdessen einfach Isabel. Und alle sind glücklich. Ja. Okay. So. Vom eigenen Partner zurückgewiesen. Hochzeit? Ja. Lenora Edgar? Ja. Amnese? Oder was? Nee, Amnese? Amnesie? Das weißt du, was das bedeutet? Mm-mm. Dass jemand alles vergisst. Ah, und dann vergisst... Oh ja, ja, ja. Okay, dann los. Dann vergisst Edgar. Edgar vergisst alles. Und dann heiratet Edgar Hochzeit? Ja. Mit Isobel. Okay. Mit... Obwohl er eigentlich verheiratet ist mit Lenora, der weiß es nicht mehr. Ja. Okay. Und dann Lenora. Dann Hochzeit. Na, wer soll da jetzt hin? Und dann heiraten Lenora und Edgar wieder. Ah, da denkt schon an Isobel. Dann kommt Isobel jetzt. Passt. Passt. Machst du gut. So, nächste Geschichte. Alle lehnen Edgar ab. Eieiei. Das ist gut. Edgar ist ein Herz. Okay, also Hochzeit. Hochzeit? Ja. Isobel und Edgar. Nee, das geht ja nicht. Sollen ja abgelehnt werden. Ach so. Ja, dann Lenora und Bernhard. Dann. Ohne Tod? Ah, nee. Dann, nee. Was müssen wir dann machen? Edgar versucht, Lenora zu heiraten. So, das klappt nicht. Dann versucht Edgar, Isobel zu heiraten. Das geht ja. Echt? Aber ich zeig dir mal noch was. Edgar könnte auch... Ja, Bernhard. Bernhard heiraten wollen. Nee. Das geht nicht. Und jetzt muss... Er mit Isobel. Jetzt muss... Nee, jetzt muss... Aber jetzt muss einer sterben. Edgar. Nee. Isobel. Nee, Isobel, nee. Pass auf, alle lehnen Edgar ab. Hm? Lenora hat Edgar abgelehnt. Bernhard hat Edgar abgelehnt. Und jetzt muss noch Isobel den Edgar ablehnen. Aber die Isabel ist ja mit niemandem zusammen. Das heißt, es muss jetzt jemand sterben. Und zwar Lenora. Ja, auch wenn sie so hübsch ist. Sie so, ist pass so auf. Bernhard und Lenora. Check. Wer heiratet jetzt? Isobel und Bernhard. Siehst du, da hast du den Dreh wieder raus. So, und jetzt kann Isobel Edgar ablehnen. Gesehen? Wurde jetzt ein bisschen schwieriger, merkst du? Lenora. So. Überlebende Partner finden Trost. Ach, das ist einfach. Überlebende Partner finden Trost. Wie könnte denn das gehen? Bernhard findet Trost. Ja. Und wie könnte das gehen? Weil er mit Isobel heiratet. So, also erstmal Bernhard und Isobel heiraten. Nee, falsch. Isobel. Isobel und Bernhard heiraten. So. Überlebende Partner finden Trost. Überleg genau, was jetzt passiert. Edgar? Ja. Nee, sag mal an. Edgar? Edgar. Aber da ist kein Wiederbeleben. Nee, Überleben.
Das heißt, es sterben zwei. Ach zwei so. Sterben und die anderen finden Trost. Edgar und Lenora sterben. Nee. Bernhard und Isabel. Nein. Edgar und Isabel. Muss mal am Schluss heiraten. Ich zeig's dir mal. Am Schluss heiraten. Bernhard und Edgar. Bernhard und Eliora. Die heiraten am Schluss. Und was muss denn da passieren, bis es soweit ist? Edgar und Isabel sterben. Richtig. So, also wir haben eine Hochzeit. Edgar und Liora. Lenora. Lenora. Es ist jetzt, sagen die beiden noch, es geht nicht, ne? Und damit die aber heiraten können, müssen sterben. Edgar. Jack. Und Isabel. Isabel muss sterben. Und Bernhard muss es wissen. Geschichten können weniger Bilder antun. Also wir hätten jetzt noch eins übrig gehabt, aber wir müssen ja nicht alle voll machen. Okay. Wenn wir es auserzählt haben. So. Das war das Kapitel Herzensbruch. Nächstes Kapitel. Erscheinungen. Offenbarung wieder. Na, da gucken wir mal. Edgar schockiert sich selbst. Spiegel. Edgar schaut in den Spiegel. Amnesie ist wieder hier. Er hat alles vergessen. Hat alles vergessen. Ja, mach das mal. Und denkt, er ist tot. Das geht nicht. Dann guckt er wieder in den Spiegel und denkt, er ist hässlich. Nee. Das geht nicht. Aber wir haben noch eine Karte offen. Tot. Dann stirbt er. Der stirbt, vergisst, dass er gestorben ist und erschreckt sich dann im Spiegel. Dann mal gucken, ob das klappt. Ach! Also, der stirbt, dann vergisst er alles und dann schaut er in den Spiegel und da wird ihm erst klar, dass er gestorben ist. Sowas. So, nächste Geschichte. Jetzt wird lang. Im Herzen gebrochene Partner wieder vereint. Ja, das meinte ich mit sonst mit meinem Beispiel. Im Herzen gebrochene Partner wieder vereint. Also, am Anfang steht eine Hochzeit, glaube ich. Ja. Und ganz am Ende. Und dann tot. Irgendjemand stirbt. So. Warte mal, jetzt müssen wir mal überlegen. Also erst stirbt Edgar. Edgar stirbt zuerst. Edgar muss sterben. Und Liora sieht's. Ja. Ja. Dann halt. Wiederbelebt ihn. Und dann belebt er Ed wieder. Jetzt passt wieder alles. Jetzt muss aber Liora sterben. Lenora. Und Edgar merkt. Und dann brauchen wir noch die Wiederbelebung. Liora. Passt. Mhm. Abgefahrene Geschichte, oder? Im Jenseits. Im Jenseits trennen die sich. Nee. Die sind wieder vereint im Jenseits. Dann muss ich das nehmen dann. Nee. Also am Schluss brauchen wir trotzdem noch Hochzeit. Hm? Und Eliora ist jetzt schon tot. Mhm. Und damit Edgar auch ein Geist ist. Fies. Okay. Cool. Geht als Geist zu dem ja. Und trauert. Sowas. Hau mal deine Haube noch hin ins Gesicht. Das ist unangenehm beim Sprechen, da habe ich die ganze Zeit Haube blind. So, nächste Geschichte. Herzschmerz für alle. Herzschmerz für alle, was? Lenora, Hochzeit. So, wen heiratet sie?
Bernhard. Okay. Nein, Edgar. Und dann stirbt Edgar und dann... Oh, halt. Also nochmal ganz kurz. Edgar stirbt. Das heißt, sie hat ein gebrochenes Herz. Dann, belebt sie ihn wieder? Ja. Nein. Dann heiratet sie mit Bernhard. Dann wiederbeleben. Edgar. Dann Hochzeit. Ja, Edgar und Lenora. Und dann? Hochzeit. Nee. Na. Tod. Tod? Bernhard. Nee. Der muss sterben. Lenora muss sterben. Bernhard. Und Bernhard muss dastehen. Ja. Herzschmerz für alle. Moin. Ja, und mit den ganzen Geschichten. Hier, guck mal, hat jemand geschrieben. Kann ich heute Nacht bestimmt nicht schlafen. Tja. Es kommt noch Gift. So. Hund. Zeit. Tod lieben. Wiederbeleben. Ein alter, trauriger Hund stirbt glücklich. Aber da musst du jetzt genau... Nimm mal die Hand von dem Mikro weg. Da musst du jetzt genau überlegen. Also, ja, wie fangen wir denn mal an? Hund und Edgar lieben sich. So. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Mhm. Und jetzt, wie geht's weiter? Warte mal. Oh. Das hat sich mal gesehen. Dann... Okay, Edgar. Zeit. So. Edgar stirbt. Oh, das tut mir auch weh. Oh Gott, der arme Hund. So, wie geht's weiter? Der Hund belebt Edgar wieder. Dann vergeht Zeit? Nee, der Hund weiß noch gar nicht, dass Edgar wieder geboren ist. Ach so, der weiß das gar nicht. Hä, und bleib was macht er dann? Bleib mal bitte so sitzen. So. Was macht er dann? Ja, die müssen sich wieder lieben. Die lieben sich wieder? Und jetzt stirbt der Hund. Ja. Ja? Ja. Okay. Ist das gut so? Edgar muss noch trauern. Na, das können wir machen. So, bleib mal bitte so sitzen. So, das war das Kapitel Erscheinungen. Jetzt das nächste Kapitel. Gift. Jetzt geht's los. Tragödie, Spuk. Nein. Genau, also wenn ihr nicht schlafen könnt, weil es zu gruselig wird, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt zum Abschalten. Gift. So, komm her. Bleib mal bitte einfach sitzen. Leonora trinkt Gift. Warum könnt ihr die Gift trinken? Oh, ich weiß es. Jetzt gucken wir nochmal. Ich weiß es. Na dann, sag's. Also. Wie geht die Geschichte? Also, Hochzeit. Erzähl mal eine Geschichte. Lenora heiratet mit Bernhard. Sagt man das so? Die heiratet mit Bernhard? Ja. Also. Lenora heiratet mit Bernhard. Und jetzt? Edgar ist neidisch. Das ganz sicher neidisch. Warte mal, setz dich mal auf den Stuhl, richtig drauf. Edgar ist neidisch. Ja. Das heißt, Edgar versucht... Nee, die Leonora soll ja Gift trinken, nicht der Edgar. Ach so. Oh, ups. Ja, er will sich an Lenora
rechne, dass sie nicht mit Edgar geheiratet hat. Nein, nein. Das macht keinen Sinn. Edgar will... Die Leonora trinkt freiwillig Gift am Schluss. Echt jetzt? Na, das steht doch da. Da wird nicht gesagt, hier, Gift. Leonora trinkt Gift. Vielleicht, weil ihr Herz gebrochen ist. Was könnte denn da passieren zwischen uns? Bernhard stirbt. Und dann will sie mit ihm sterben. Das funktioniert. Weißt du, was auch funktionieren würde? Wir probieren mal noch was anderes aus. Wenn Edgar Bernhard heiratet. Dann ist... Und dann Liora Bernhard. Siehste? Geht. Doppeltes Gift. Doppeltes Gift. Eieiei. Noch ein bisschen wegmachen. So, doppeltes Gift. Also, wie machen wir's? Hochzeit. Also Edgar und Leonora heiraten. Dann stirbt Edgar. Dann belebt Leonora Edgar wieder. Du hängst schon dran, dass sie beide Gift trinken müssen. Ja, und deswegen belebt sie ihn ja auch wieder. Und dann stirbt Leonora. Ist doch Quatsch. Wir müssen irgendwann mal noch Gift trinken. Pass mal auf. Wir machen es eher so, pass auf. Das wird jetzt ein bisschen komplizierter schon. Nee, falsch. Die Leonora trinkt Gift. Das heißt, die ist tot. Dann wird der Edgar wiederbelebt. Das heißt gar nicht, dass er von Leonora wiederbelebt wird. Mhm. Kommt ans Grab von Leonora und trinkt Gift. Ja. So. Jemand trinkt zweimal Gift. Leonora. Na, das probieren wir mal. Also sie trinkt einmal Gift. Ah, das ist ja einfach. Da muss er wiederbelebt werden. Leonora. So. Dann stellt sie sich wieder ans Grab. Und trinkt nochmal Gift. So. Okay, Isabel wird von ihrem Mann heimgesucht. Heimgesucht? Naja, als Geist. Das heißt, Isabel tötet Edgar. Wie machen wir's? Die heiratet ihn. Erstmal heiratet Isabel Edgar. Dann? Kämpfen. Sag mal. Kämpfen. Edgar und Isabel. So. Dann vergiftet sie den Wein. Also erstmal, sie macht was mit dem... Oh je. Oh, hier im Hintergrund gerade zu hören, der Tanz der Zuckerfee. Tschaikowski hat es gar nicht gemacht, das Ding. Den Nussknacker. Wer ist das? Tschaikowski, der hat ihn komponiert. Und ja. Da mochte eigentlich weder Kinder noch das Kind, ganze Kinderzeug. Und ausgerechnet der Nussknacker ist das bekannt. Ist das nicht ein bisschen ironisch? Ja. Sei es drum. Also, sie macht den Wein. Was macht Edgar? Trinken. Der trinkt den Wein, oder? Mhm. So. Dann. Isobel? Ja. Und das nächste ist eigentlich einfach. Edgar kommt als Geist. Ja. So, haben wir eins gar nicht gebraucht? Eine Bild. Ja, warum? Ja, brauchen wir ja nicht alles. Isobel begeht ein Verbrechen.
Hat es doch aber jetzt schon gerade. Aber da müssen wir müssen erst einen Grund schaffen, warum sie ein Verbrechen begeht. Weil Edgar sie verlässt. So, nochmal. Also wie? Edgar heiratet mit Lenora. Als nächstes? Giftwald. Wieso? Also Isobel. Na, die müssen sie erst merken. Die muss ja erst zurückgewiesen werden. Also müssen wir hier so, müssen ja, wir erst so, einen Grund schaffen. Ja, so. Sonst ist es ja, kannst du ja überall reinschreiben hier, naja, und dann gibt's Gift und Wein und also ist die Geschichte. Also, jetzt macht sie jedenfalls das Gift. Gift. Isobel. Isobel vergiftet. Ja. Achso, ja. Und dann Wein. 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 Isobel. Eleonora. Man hätte auch. Aber alles. Spaßenshalber. Warte. Alle sind im Untergang geweiht. Also wir wissen, die Lenora liebt Edgar. Und die Isobel will mit Gift die Lenora töten. Was müsste denn jetzt passieren, damit die sich alle umbringen? Eine ganz typische Geschichte. Wird bei Shakespeare immer erzählt. Alle Geschichten von Shakespeare gehen so. Der Falsche trinkt den. Lenora Nee. Nein, Edgar trinkt den. Der Falsche trinkt den, das Gift. Pass auf, Edgar trinkt das Gift. Und? Ja. Und jetzt ist Lenora so traurig, dass sie auch Gift trinkt. Und Isobel. Halt. Und Isobel trinkt auch nochmal Gift. Und dann sind sie alle tot. Klassischer Shakespeare-Plot. Ja, so funktioniert Check. Romy und Julia funktioniert so. Ah. Da trinken die alle immer gegenseitig Gift und sind zur falschen Zeit am falschen Ort und am Schluss sind sie alle tot. Okay, das war das Kapitel 4. Neid. Wollen wir noch eins machen? Was, schaffst du noch eins? Ja, ich schaff noch ganz viel. Nächstes Kapitel, Schönheit. Konkurrenz. Oh, da bin ich mal gespannt. Konkurrentin. Also. Hexe wird zum Hingespiegel. Eieiei. Warte mal. Zum Liebling des Spiegels. Erstmal die ganzen Dinger gucken. Hexe. Hä? Hä? So, also der muss das ja, der Spiegel findet die gut. Hm? So. Und die findet er fest. Und dann bringt die ihn Trank und dann wird die schön. Na, das hab ich ja gedacht, dass die Hexe den Trank trinkt. Die Hexe lockt die in den Wald. Dann verkleidet die sich. So, und dann? Was ist dann? Nee. Hexe, du musst die schöne Hexe hinmachen. Aber wie machen wir das? Wie machen wir die Hexe schön? Na, nochmal den Kessel. Ah ne, die schickt die in den Wald. Halt. Anders. Der Spiegel. Spiegel sagt, du bist hässlich. Dann schickt die Hexe die in den Wald und stellt sich wieder vor den Spiegel. Dann mach die einen Trank. Und hässlich findet er sich schön, oder wie? Und stellt sich wieder vor den Spiegel, nee. Aber was, die Hexe hat doch damit gar nichts zu tun. Ah, nee. Pass mal auf. Die Alte geht in den Wald. Hä?
Dinge, was ich immer noch will. Bis jetzt war es einfach. Also, die Hexe wird zum Liebling des Spiegels. Wie wird die Hexe zum Liebling des Spiegels? Spiegel. Das sieht ja gut aus. Dann schickt die Hexe. Das macht keinen Sinn, oder? Die Hexe schickt das Schneeli in den Wald. Nee. Die muss ich als die verkleiden, als dieses Schneeli oder wie heißt. Ja, aber wie machen wir das? Du musst den Kessel nehmen und die da beide hinstellen. Das geht nicht. Echt? Oh, vielleicht überzeugt die Idee. Die machen es nicht. Wie kriege ich denn. Die freut sich. Okay. Das macht keinen Sinn. Hexe und Hexe in den Wald stellen. Ja, das habe ich auch schon überlegt, aber das geht nicht. Ah. Der Trank macht die hässlich. Ich muss einen anderen Trank machen. Hast du noch eine Idee? Jetzt gucken wir mal. Er hat also einen Fluch auf die gesetzt. Ein Kuss und ein Fluch. Dingsli bekommt einen Kuss. Wie soll das gehen? Trank verändern. Aber wie? Ich hab keine Idee. Ich auch nicht. Kann man das irgendwie überspringen? Mach einfach irgendwie. Ach ja, ich spiele übrigens mit einem Google Stadia Bluetooth auf meinem Steam Deck. Und auch so für die Technik. Steht total auf dem Klauch. Ich habe die ganze Zeit Schneewittchen im Kopf und ich krieg die Schneewittchen nicht aus dem Kopf. Hä? Ich krieg das nicht, wirklich. Der Spiegel findet ja die Hexe so oder so hässlich. Mhm. Und ich denke jetzt, dass Schneewittchen muss diese, oder Schneeli muss diesen Trank trinken. Damit sie hässlich wird. Aber wie trinkt sie den Trank? Weiß ich nicht. Man muss sie überzeugen. Ah. Ah, die Hexe muss sagen, ah, der Trank, der so. Ist viel, viel schön. Pass auf. Und jetzt muss, eigentlich muss, sie muss den Trank trinken. Mhm. Aber sie trinkt ihn nicht. Warum nicht? Keine Ahnung. Damit dann schlussendlich vorm Spiegel die Hexe stehen kann, weißt du? Also das
Schneeli muss. Die muss diesen komischen Trank trinken. Aber die trinkt den nicht. Das ist doof. Das probieren wir nochmal. Also. Wir haben einen Kessel. Da steht die davor. Die trinkt den nicht. Ist aber sehr, sehr schön. Im Wald reden dann die Hexe und Schneeli. Die Hexe ist neidisch auf die Schönheit von Schneeli. Damit fangen wir vielleicht mal an. Das ist doch eine gute Motivation. So, die ist schön. Ich selber bin hässlich. Deswegen mache ich jetzt den Kessel und Schneeli muss es trinken. Aber die trinkt den Dings nicht. Die trinkt es nicht. Zerfix. Was muss ja einen Sinn haben, warum ich hässlich werde. Und die Schneeli nicht. Ah, warte mal. Pass mal auf. Dann fangen wir vielleicht mal damit an. Ich trinke mein alles Zeug. Okay. Dann treffe ich im Wald. Und vielleicht kann ich die dann überzeugen, den Trank zu trinken. Nee, kann ich nicht. Irgendwie muss die Hexe. Ja. Also, die Hexe ist hässlich. Die stellt sich nochmal an den Trank. Dann wird sie schön. Und die Schneeli sieht es. Und dann denkt die sich, ja, die wird schöner. Ja. Und dann. Du bist gut. Dann macht die das vielleicht auch. Warte. Das ist es. Dann zeigt die sich nochmal. Hä? Warum trinkt sie das immer noch nicht? Wie dumm. Muss sie vielleicht jetzt sofort an. Wie dumm. Also der Kessel bedeutet, dass wenn man es einmal trinkt, dass man dann schöner ist. Man hässlich ist. Und dann ist man wieder hässlich. Ja, dann ist man wieder hässlich. Also Schneeli muss auf alle Fälle den Trank einmal trinken. Ja, weil sie gerade schön ist. Vielleicht ist sie gerade hässlich. Wenn sie ihn trinkt, ist sie noch schön. So, das bedeutet jetzt Hexe im Wald. Schneeli. Nein, du musst schon der Hexe erstmal den Trank so, geben, dass jetzt, sie hässlich. Jetzt ist sie hässlich. Yes. So, jetzt bringt sie das wieder. Dann wird sie wieder schön. Dann zeigt sie das der Schneeli. Und dann sind die Karten vorbei. Der Schneeli zeigt sich. Warte mal. Das ist super wunderbar. Also, die im Wald stehen dann sie und sie. So, dann Kessel Hexe. Dann zeigt sie das der Dings wieder. Sie muss es ihr zeigen. Dass sie schöner geworden ist. Dann ist die vielleicht überzeugt. Dann trinkt die vielleicht den. Ich dreh durch, hey. Wieso trinkt die das nicht? Die Hexe wird zum Liebling des Spiegels. Warum trinkt die das nicht? Schnee. Kann man die Karten irgendwie mischen? Nee. Warte mal. Wissen wir nicht, kommen wir nicht drauf, oder? Trink es nicht. Das brauchst du nicht probieren. Irgendwie muss sie das doch trinken. Irgendwie muss Schneeli das den Mist trinken. Man muss den Knochen rausnehmen. Oh, warte mal.
Die sind ja schon sehr hübsch geworden und immer noch. Nützt nichts. Die muss ich als diese Schneelie verwandeln oder was weiß ich. Ja, aber wie? Die muss sie mir reintauschen. Reintauschen. Ja, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Aber mit dem Blick auf die Uhr, das machen wir nicht jetzt. Sondern mir ging es vor allen Dingen darum, wie man beim Spielen redet. Und sich miteinander austauscht über das Spiel. Und damit haben wir jetzt eine schöne Tonspur drauf. Mhm. Und die kann ich später mal in die Vorlesung mit einbinden. Also danke, Mathilde, für das schöne Miträtseln. Mhm. Und das war's mit der Folge Sprache und Spiel, Sprechen beim Spielen. Und dank der Segnungen der aktuellen Technik werden wir sogar ein schönes Transkript dieses Videos erzeugen. Und dann haben wir ein schönes weiteres Beispiel für meine Vorlesung im Wintersemester. Also vielen Dank, Mathilde. Und auf bald, ihr Lieben. Ciao. Aber warum trinke ich?